Ja, willkommen zurück, Murdered Soul Suspect. Ich habe in der Pause mal ein bisschen rumprobiert hier wegen dem Tor, aber ich habe keine Lösung gefunden. Ich wüsste nicht, wie ich einfach mir lang glitschen. Nein. Ich habe keine beachtliche Lösung gefunden, wie wir hier durchkommen können. Also oben aufs Dach kommen wir auch nicht. In den Weltraum. In den Weltraum, fertig. Alle Probleme gelöst. Auf einmal, mit einem Mal öffneten sich sämtliche Pforten meines Körpers sperrangelweit. Und ich platzte. Im Weltall. So. Okay, ich glaube, vielleicht dürfen wir da noch nicht lang. Ich weiß es nicht. Wir gehen nochmal zurück. Vielleicht denke ich auch einfach wieder viel zu kompliziert und alles. Vielleicht ist es viel, viel einfacher. Oder ihr wisst wahrscheinlich die Lösung schon. Und ich mache mir da wieder einen Hampelmann. Naja, ist ja nicht so schlimm. So. Lalalalalala, ich bin der Mann mit 7 Schüssen. Mit 7 Schüssen in die Brust. 7 Schüsse in die Brust. So. Das heißt, wir müssen doch nochmal... War sie jetzt fertig? Achso. Ihre Leiche wurde angeschwemmt, also wurde sie flussaufwärts ermordet. Aber wo? Haben wir auch schon gesehen. Kilometer an Flussbänken auf beiden Seiten. Ja, das haben wir auch schon gesehen. Das finde ich ein bisschen... Wow, huch. Bisschen merkwürdig, dass wir da die Dialoge immer zweimal sehen, wenn man das Spiel neu startet. So ein kleiner Nachteil. Okay, wir können ja den Fluss einfach mal folgen. Wir können uns ja teleportieren. Vielleicht können wir uns irgendwo anders hin teleportieren, wenn Flussende ist. La. So, da geht der Fluss entlang. Okay. Hier wäre dann aber auch Ende, weil der Fluss dann abbiegt. Und da ist das Meer. Das Meer mit Gewitter. Gewitter? Wo? Gewitter? Die Gewitter-Oma. Könnt ihr mal bei YouTube googeln. Bei YouTube googeln vor allen Dingen. Bei YouTube mal suchen. Die Gewitter-Oma, die ist voll cool. Wo war das Gewitter? Das war in... Wo war das? Wo war das nochmal gewesen? In Neuss. In Neuss. Wo in Duisburg? In Neuss. Die Gewitter-Oma. Tja. Ich bin ein wenig ratlos mal wieder in dem Spiel. Ist ja nichts Neues. Ich irre quasi ratlos umher. So, die Tante ist hier rüber gesprungen. Mit ihrer Teleportfunktion. Das heißt, sie müsste ja dann im Prinzip da lang gegangen sein. Und dann hier durch, ne? Hallo? So. Dann vielleicht darüber. Dann vielleicht darüber. Dann vielleicht hier runter. Wir können ja Gott sei Dank nicht sterben, wir sind ja schon tot. Normalerweise eigentlich können wir nicht sterben, ne? Weil wir ja schon über den Jordan geschickt worden sind. Okay, das bringt jetzt auch nicht so viel. Na toll. Und jetzt? Ah. Oh. Hört sich gerade einer an, als ob der auf Toilette wäre. Tja, ich stehe auf dem Schlauch, bin ich ganz ehrlich. Die haben wir schon befragt. Und die, wie hieß er nochmal, Julia? Julia, oh, Julia. Glaube ich eher nicht. Wie hieß er denn jetzt nochmal? Ich hab's vergessen. Sollten wir ja verfolgen, aber irgendwie... Wie lautet denn unsere Quest aktuell? Steht da irgendwo irgendwas? Hinweise? In Optionsmenü? Verlasse den Dachboden. Derzeitige Spielziel. Verlasse den Dachboden. Natürlich. Ich bin schon längst aus dem Dachboden raus. Also irgendwas kann auch hier nicht hinhauen.
Ist das Spiel vielleicht doch kaputt? Ich habe das Spiel zerstört. Was ist denn hier? Was ist das denn? Ah, okay. Ich dachte, das wäre was. Julia, oh Julia. La 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 la. Julia, oh Julia. Wir können ja mal gucken, was das weiße Licht ist. Das weiße Licht. Ist das wirklich ein Leuchtturm? Es könnte tatsächlich ein Leuchtturm sein, ne? Also ich sehe es zumindest nicht. Ich sehe nur... Obwohl, für einen Leuchtturm wäre es aber relativ niedrig, ne? Ich teleportiere mich einfach dahin. Fertig. Tja. Wir irren umher... Doch es ist alles so sehr schwer. Tja. Wir haben doch im Prinzip schon alles abgesucht. Ja, außer wie gesagt diese verborgene Tür, wo wir nicht durchkommen. Wo ich nicht weiß, wie wir da drüber hinweg gelangen. Und wo ist Joy? Wo ist Joy? Ist das noch unser Umriss von vorhin? Oder aus der letzten Folge? Ich weiß gar nicht mehr. Wo ist denn, wo ist denn Joy hin? Joy! Joy Fleming! Wo ist die hin? Ach, da vielleicht? Das ist ihre Taschenlampe. Haben die Geister sie aufgegessen? Ich weiß es nicht. Okay, so wie es ausschaut, muss ich, glaube ich, das Spiel nochmal neu laden. Das... letzten Checkpoint neu starten. Machen wir das mal. Ich glaube, das Spiel ist ein wenig ja, durcheinander. Nehme ich euch einfach mal mit. Also ich schneide da jetzt nichts raus oder so. Nee, nicht so wie bei anderen Let's Playern, sondern voll rein, damit ihr auch seht, so ist es bei mir auch. Es ist nicht nur bei euch zu Hause so, dass die Spiele sich aufhängen oder sonst was, sondern es ist bei mir auch. Ich bin von Fehlern auch nicht neues Ziel, verlasse den Dachboden. Ich bin noch untersuche die Einsatzzentrale, habe ich schon. Jage Sophies Geist. Ach, Sophias. Sophia. Da ist sie. Ah, jetzt funktioniert das auch. Wo ist sie denn jetzt? Nein, bleib hier. Verdammt. Exit? Hä, das war vorher nicht, oder? Oder irre ich mich da, oder habe ich das total übersehen? Warte mal, ja? Vielleicht will sie uns was zeigen. Aber jetzt geht's auch weiter. Cool. Also hing das Spiel gerade doch ein bisschen. Was ist denn das hier? Ja, ich weiß, ich müsste da oben lang gehen, aber ich würde... Boah, ich will mich doch gerne umsehen. Es sieht doch alles so toll aus hier. Aha. So, noch 7 mehr zum Aufdecken. Immer schön fleißig die Augen aufhalten. Seht ihr, das hätten wir jetzt schon vergessen. Oder übersehen. Wir sind anständige Leute. Wir gehen ganz normal den Weg entlang. So. Lalalala. Noch 6 zum Aufdecken. 6 mehr zum Aufdecken. Da oben ist... Okay. Bis jetzt sehe ich keine Dämonen. Und ich sehe ein Reporter-Team. Keine Ahnung, was die hier machen. Wollen wir uns das mal anhören? Hier ist Travis, der Geisterjäger, und wir sind in Salem, Massachusetts. Wegen der grauenhaften Geschichte dieser Stadt ist sie eine Brutstätte für Geister. Suchen einige dieser gequälten Seelen, dieser schreienden Trugbilder aus vergangenen Tagen der Stadt, immer noch diesen Friedhof heim? Schreiende Trugbilder? Travis, meinst du nicht, das ist etwas übertrieben? Okay, cut.
Dwayne, wie oft habe ich dir das schon gesagt? Korrigier mich nicht bei laufender Kamera. Aber das kannst du in der Show nicht sagen. Da lachen die Leute uns doch aus. Oh Mann, gerade wegen der Übertreibungen schalten die Leute ein. Okay, tut mir leid. Fang nochmal an. Aber nicht alles bei klar. Mir. Kamera ab. Travis, der Geisterjäger hier und wir sind in Salem. Wie ihr wisst, ist es wahrscheinlich, dass sich an diesem Ort, bedingt durch seine gewaltsame Geschichte, paranormale Aktivitäten häufen. Was? Was war das? Definitiv ein paranormales Ereignis. Ich habe es auch gehört. Hier ist eine Präsenz. Ein Geist. Hallo? Versuchst du mit uns zu kommunizieren? Warte, jetzt ist es da drüben. Entschuldigt bitte, aber ohne Spaß, wie er die ganze Zeit vor allem, das passt so zum Text auch gar nicht, wie er das so erzählt und die ganze Zeit am Rumhampeln ist. Geist, lalalala, ich tanze mal ein bisschen rum, willst du mit uns kommunizieren und es die ganze Zeit am Hin und Her wippen? So kommt das nie perfekt rüber. Entschuldigung. Ich kann nicht mehr. Guckt sich sowas an? Ja, das frage ich mich auch. Wer guckt sich sowas an? Wenn du doch bloß wüsstest, wovon du da sprichst. Das weiß ja anscheinend nicht. Ich muss dieses Mal tougher klingen. Was hat er da in der Hand? Ein Geigerzähler? Ich von Half-Life wahrscheinlich. Mondlicht im Rücken. Wahrscheinlich von Half-Life. Das Mondlicht im Rücken? Keine Ahnung, du hast nichts im Rücken. Okay, wir können mit ihm. Der ist nur am Grinsen. Okay. Können wir denn hier in die Mausoleums... Huch. Kann man da reingucken? Okay, ich dachte, man kann da reingucken. Vielleicht ist ja irgendwo hier drin... Ich wette damit, dass hier irgendwo in irgendeinem Mausoleum so ein bisschen was versteckt ist. Hier war zum Beispiel schon mal jemand drin. Uah! Alter! Euer Kackfinne, du! Boah. Ruhiger Ort zum Lernen? Was lernt er denn? Sitzen? Ausflug schiefgelaufen? Ausflug schiefgelaufen? Fragezeichen? Was ist passiert? Missglückte Exkursion? Nein, nein, nein! Warum hast du die Tür hinter dir zufallen lassen? Wovon redest du da? Welche Tür? Oh, die Tür lässt sich nur von außen öffnen. Jetzt bist du auch hier eingeschlossen. Wenn ich Vorlesungen verpasse oder hier erwischt werde, könnte ich mein Stipendium verlieren. Die müssen mich rauslassen. Du meinst, das ist nicht mal deins? Natürlich nicht. Und langsam fing's an, mir Angst zu machen. Das war bloß Kappa Delta Phi's Vorstellung von Spaß. Ich hab nichts gegen die Erniedrigung neuer Studenten, aber das geht zu weit. Weißt du was? Versuch's nochmal mit der Tür. Wirf dich richtig dagegen. Vertrau mir, wenn du rauskommst, werden deine Vorlesungen das Letzte sein, woran du denkst. Da ist so ein bisschen so dieser Nebel. War so ein klein wenig Grafikfehler. Egal, also alter komisch. Mann. Ich finde es selbst raus. Gut, mach das. Alter Mann vor allen Dingen. Christler, alter Mann. So, was haben wir denn hier? Hier leuchtet was? Das ist nicht mal ansatzweise vorbei. So viele Tote. Aber wahrscheinlich werden es nur noch mehr werden. Ich kann nur annehmen, dass dieser Friedhof bald noch voller werden wird. Sie kann nur annehmen, dass der Friedhof bald voller werden wird? Angst vor weiteren Morden. Joyce Mutter fürchtete sich, dass der Glockenmörder noch viele Male zuschlägt, bevor er gefasst wird. Uiuiuiuiui. Aber die Frage ist, was für ein Motiv hat der Glockenmörder? Ich steig da noch nicht. Uha! Ich steig da noch nicht so ganz hinter. Alter. Hilfe! Müsst ihr mich so erschrecken? Okay, drei Dämonen, die wir fertig machen müssen. Kriegen wir hin, oder? Nein, das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Ciao. Das hat nicht ganz funktioniert. La 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 la. Das hat nicht ganz funktioniert. Hui.
Wo ist er hin? Da, okay. Hat nicht ganz so funktioniert, wie es sein soll. Uah. Nein, nein, was machst du denn da? Ach du Kacke. Okay, das ist... Dämonendramatik pur. Okay, der ist noch nicht abgelenkt genug. Das muss mal zeitgleich passieren. Knopf drücken und in die Richtung ziehen, damit halt in dieselbe Richtung oder beziehungsweise das gleichzeitig passiert, aber das funktioniert. Gegen die Dämonen zu kämpfen? Alter, die gehen mir so auf den Sack, ne? Das ist unglaublich. Noch schlimmer wie die PT-Oma. Nein, was mache ich denn? Oh. Die sind noch schlimmer wie die PT-Oma. Das war keine gute Idee. Alter Schwede, der verfolgt mich aber auch jetzt, ne? Der ist so penetrant. Das gibt's gar nicht. So, jetzt aber. Jawohl. Sehr schön. So. Gucken wir, ob wir einen von denen sofort bekommen. Ohne groß Ablenkung zu schaffen. Scheiße, die... Mist, die gucken sich auch gegenseitig auch noch an. Das ist noch beschissener. Jawohl. Sehr schön. Das hat der untere gar nicht mitbekommen. Sauber. Wir sind voll die Dämonenkiller. Killer. Dämonenkiller. Welche Richtung geht der jetzt? Okay. Der Spectator-Modus nennt man den auch. Spectator, Spectator. So, komm her. Jawoll. Puff, hat's gemacht. Puff. Puff und weg waren wir. Sehr schön. So. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe, obwohl hier trotzdem noch die dramatische Musik gerade läuft. Oder sind noch irgendwo anders Dämonen? Nö. Dann können wir uns noch ein bisschen in den Mausoleen hier umsehen. Währenddessen. Schauen, ob wir hier noch was finden. Da komme ich nicht rein, ne? Nee. Okay. Nicht, dass hier noch was liegt, was wir aufdecken können. So, jetzt wird die Musik auch wieder ruhiger. Okay, ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Voll die Psychomusik. Und da oben stehen auch noch welche. Die unterhalten sich. Mir würde nie im Leben einfallen, mitten in der Nacht irgendwo auf den Friedhof zu gehen. Bin ich ganz ehrlich. Würde ich nie machen. Hätte ich viel zu viel Schiss vor. Vor allem, wenn es dunkel ist. Hier der Friedhof, der scheint ja noch ein bisschen beleuchtet zu sein. Naja, zumindest durch den Mond. Durch den Mond ein wenig. So, hier oben lag aber auch jetzt nichts, ne? Nee. So. Okay. Meine... Verstehe ich gerade nicht. Meine Controller-LED-Leiste ist gerade voll hell aufgeleuchtet. Obwohl ich es eigentlich auf schwach gestellt habe. Irgendwas stimmt da nicht. Muss ich in der Pause mal gucken. Ja, ich würde sagen, was die beiden hier treiben, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Und ihr schaltet dann wieder fleißig ein, wenn es wieder heißt Murdered Soul Suspect. Ja, bis denne. Tschüss.